Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf die heutige Sendung habe ich mich speziell gefreut, weil heute gibt es nämlich mein absolutes Lieblingsessen: Saucisson. Saucisson, ich habe es am liebsten mit Lauch, kann man auch mit etwas anderem an, nämlich. Beispielsweise, heute machen wir es mit Chicorée und mit Risotto. Das sind meine Zutaten. So, was kann ich machen? Und ich übergebe dir gerade die Saucisson. Ah, voilà. Kann man die noch fertig schneiden. Mhm. Ich habe die einfach längs halbiert und dann in Scheiben geschnitten. Mhm. Und hier innen brutzelt es schon nach einem schönen Antämpfen von Zwiebeln und Knoblauch mit einem feinen Olivenöl. Das ist die Grundlage für unser Risotto. Und jetzt gebe ich gerade den Reis rein. Dann habe ich jetzt einen Arborio genommen oder eine Vialone. Einfach einen schönen, feinen Risotto-Reis. Den ein bisschen glasig dünsten. Mhm. Jetzt ist es so schön durchsichtig, jetzt kann man sie reingeben. Du, jetzt, ich kann so gerne Saucisson. Aber es ist ja nicht unbedingt kalorienmässig das Beste, was es gibt für mich. Habe ich das Problem? Nein. Nein. Schon nicht, gell? Nein. Ja, eben, ja. Ich muss so viel Sport treiben haben. Eben. Ja, ja. Das geht ein bisschen gut mit andünsten. Das lohnt sich nämlich, dass die Aroma noch etwas intensiver werden. Und dann tue ich es ablöschen, ein bisschen mit Weisswein. Das lasse ich dann ein bisschen einköcheln. Als Tipp für Sie daheim, Sie können das auch sehr gut, den Risotto mit Vollreis machen. Die Kochzeit ist einfach dann ein bisschen länger und es braucht ein bisschen mehr Flüssigkeit. Aber schmecken tut es wunderbar. Suchst du noch mehr? So ist es so? Nein, ist prima. Okay. Wunderbar. Jetzt gebe ich noch etwas dazu. Bouillon. Das ist ein heisser Bouillon. Das ist auch wichtig für einen typischen guten Risotto. Und schauen muss ich, dass er jetzt einfach gerade knapp bedeckt ist. Also das heisst, nicht einfach alles aufs Maul reingeben, sondern immer wieder nach und nach. Dann gut umrühren und dann etwa während 20 Minuten schön sämig köcheln. Genauso gut, aber viel, viel leichter kochen Tausende von Weight Watchers Teilnehmer. Weight Watchers ist eine Organisation, die es bereits seit über 40 Jahren gibt. An den Weight Watchers Treffen erfahrt man alles über das Punktesystem, den sogenannten Points. Jedes Lebensmittel und Getränk hat einen bestimmten Points-Wert. Teilnehmerinnen können jeden Tag über ein individuelles Points-Guthaben verfügen. Wenn man sich da hält, nimmt man ab. Die das Gewicht halten wollen, essen einfach eine gewisse Anzahl Punkte mehr. Das Weight Watchers Treffen gibt es wöchentlich. Dort kommt man ganz viele Tipps über. Unterstützung, Motivation, Austausch zwischen den Leuten und Hilfe der Kursleiterin. Wir sind da für die Leute. Zusammen mit Coop hat Weight Watchers neue Produkte für die gesunde Ernährung entwickelt. Dank den aufgedruckten Points hat man eine bessere Kontrolle, weiß immer genau, wie viele Points das Produkt hat und kann sich so einen individuellen Menüplan zusammenstellen oder etwas Lustiges kochen. Du, Susanne, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Hast du nicht das Gefühl, ich habe zugenommen? Nein. Hä? Seit ich das Studium mache, habe ich doch zugenommen. Nein. Ich bin doch ein bisschen... Hä? Nicht? Ja, bitte. Ehrlich, findest du? Du kannst mir gerade helfen, hier noch den Rahm rein tun und den Käse. Tatsächlich. So, und hier machen wir unsere Garnitur. Das sind frittierte Salbeiblättchen. Und dann habe ich geschmolzene Brotbutter drin, wo ich jetzt einfach die Salbeiblättchen trainieren kann. Je nach Wärme dieser Brotbutter sind die sehr schnell fertig. Oder es geht etwas länger. Darum immer gut überwachen. Es geht also blitzschnell. Ein paar hacke ich jetzt hier noch. Die kommen dann gerade noch in Risotto rein. Das gibt ihm ein riesig gutes Aroma. So. Tipptopp. Und hier gebe ich dir noch das hier. Ja. Hast du schon probiert? Nein. Oh, das ist es. Das Probieren. Genau, aus dem Grund immer zu. Wenn man immer zwischendrin wieder probiert. Das dürfen wir nicht. Das darf ich nicht mehr, Susanne. Wir müssen viel besser auf unsere Figur schauen. Was heisst du? Öse? So. Das wir anrichten. Ja. Ja, heb es. So richtig lecker. Deine Saucisson. Ja, aber jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Und dann noch ein Knusperblättchen oben drauf, so ein Salbei. Ja. Voilà. Das noch schön machen. Da. Das Rezept können Sie immer noch lesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. Mmh. Mmh.
musst du auch probieren. Nein. Das ist so fein. Nein, Susanne. Mm. Jetzt hast du mich nicht mehr. Nein, jetzt habe ich. Jetzt weiss ich, wo ich muss ansetzen muss. Nichts mehr zwischen denen essen. Schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend daheim. Nein, ist so gut. Die Kamera noch. Na gut, okay. Mach schon. Zeig mal. Das ist so gut. Wow.